Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch die dritte Variante von dem Regentropfen oder Raindrops Armband, wie ihr es mit zwei Gabeln anfertigen könnt. Und zwar wird es heute so sein, das ist ja die Variante Nummer 1. Heute werde ich die Regentropfen so im Verlauf machen, dass sie alle in einem rosafarbenen Ton sind und das ist vom Regentropfen zu Regentropfen. Dann praktisch ja, die weitere Farbe, die kommt, dann so hinein verläuft. Außen werde ich es mit Lila ja spannen, damit noch so ein kleiner Kontrast reinkommt. So, und wie ihr das jetzt machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt dafür eure Gabel oder eure Gabeln, macht sie zusammen. Ich mache es immer so mit Gummibändern. Ab und zu reißt eins, wie ihr hier seht, dass das schön zusammenhält. Und ihr entscheidet euch für eine Seite, dass die Vorderseite ist. Das ist wichtig, weil von da vieles ausgeht. Ihr nehmt also eure Vorderseite und spannt jetzt erst einmal das erste lilafarbene, also was hier weiß ist, wird jetzt lila, über beide Gabeln und in der Mitte kreuzt ihr es. Ihr macht also über komplett rüber. Kreuzt das Gummiband und gebt es auf die gegenüberliegende Seite, dass es so aussieht. Nun geht es mit Lila weiter. Ihr spannt also das nächste Gummiband von 1 zu 1. Ein weiteres lilafarbenes von 4 zu 4. Und jetzt nehmt ihr eure erste Farbe, die ihr für die Regentropfen nehmen möchtet. Und das ist in meinem Fall weiß. Ich spanne also weiß über 2 und 3, gebe es rüber zu 1. Ich nehme wieder weiß und spanne es von 2 und 3 zu 4. Jetzt nehmt ihr das untere lilafarbene, das allererste Gummiband, was ihr gespannt habt, und hebt es über alle Gabelspitzen drüber und lasst es in der Mitte herunterfallen. Und runter. Ihr dreht die Gabel. Nehmt auch hier das untere Gummiband über alle drüber und in die Mitte und fallen lassen. Ihr dreht die Gabel wieder auf die Vorderseite. Merkt euch, die Vorderseite ist da, wo alle vier Gabelspitzen ein Gummiband haben und über 2 und 3 jeweils immer zwei Gummibänder sind. Das ist eure Vorderseite. So, jetzt geht es weiter mit lilafarben und zwar spannt ihr es von 1 zu 1 und von 4 zu 4. Jetzt hebt ihr das untere Gummiband über das obere, über die Spitze in die Mitte und das untere Gummiband von Gabelspitze 1 über das obere, über die Spitze in der Mitte und fallen lassen. Falls ihr nicht so Fingernägel habt, um die euch ja, so einfach abziehen zu können, nehmt euren Hook dazu. Oder nehmt eine ganz einfache Häkelnadel, da bekommt ihr das auch gut rumgehoben. So, ihr dreht das Ganze auf die Rückseite der Gabel und hier nehmt ihr die unteren beiden, also in dem Falle lila und weiß, nehmt ihr über die Gabelspitze drüber in die Mitte und fallen lassen. Und auf der anderen Seite auch die unteren beiden über das obere lila, über die Spitze und fallen lassen. Ihr dreht die Gabel wieder auf eure Vorderseite. So, und jetzt kommt der Unterschied zu den anderen Regentropfenarmbändern. Ihr habt hier weiß und weiß genommen.
Meine nächste Farbe ist so ein leichtes Rosé mit Glitzer drinne. Bei den anderen Armbändern hättet ihr jetzt das draufgelegt auf 1, nochmal dieselbe Farbe auf 4. Jetzt nehmen wir erneut Weiß, legen es über 2 und 3 und auf 1. Und das nächste Gummiband ist unsere neue Farbe, das roséfarbene mit Glitzer, über 2 und 3 und auf 4. Jetzt nehmen wir Lila, machen es von 1 auf 1. Ein weiteres lilafarbenes von 4 auf 4. Und jetzt hebt ihr die unteren Gummibänder über die neu gespannten oberen. Also das untere Lila einmal, die unteren zwei weißen, das untere Lila, das war die Vorderseite. Jetzt dreht ihr eure Gabel auf die Rückseite und hier nehmt ihr die unteren beiden wieder über das obere, über die Spitze in die Mitte. Und auch hier die unteren beiden über das obere, über die Spitze in die Mitte. Ihr dreht die Gabel wieder auf eure Vorderseite. Ihr habt jetzt hier Weiß und das Rosé-Glitzer. Jetzt geht es mit zweimal Rosé-Glitzer weiter, weil wir brauchen ja auch einen kompletten Regentropfen mit Rosé-Glitzer. Das heißt, Rosé-Glitzer. Rüber auf 1, Rosé-Glitzer auf 2 und 3, rüber auf 4, lilafarben von 1 auf 1, lilafarben von 4 auf 4. Jetzt hebt ihr die unteren wieder drüber, in dem Falle das untere Lila, ne? Weiß und Glitzerrosa, das untere lilafarbene. Ihr dreht die Gabel, die unteren beiden, in dem Falle Lila und Rosé Glitzer, lilafarben und Rosé Glitzer. Ihr dreht eure Gabel, damit ihr wieder auf der Vorderseite seid. Hier habt ihr jetzt zweimal Glitzer. Das heißt, wir können jetzt unsere nächste Farbe mit ins Spiel bringen. Aber da wir ja diesen Verlauf haben, nehmen wir erneut Rosé Glitzer auf 2 und 3 und auf 1. Und jetzt kommt unsere neue Farbe, ein weiteres rosafarbenes. Geht so ein bisschen leicht auch ins, ja, ins Rosé. Von 2 auf 3 auf 4. Ihr nehmt wieder lilafarben von 1 auf 1 und lilafarben von 4 auf 4. Und ihr hebt wieder auf der Vorderseite das untere Lila, ne? Die unteren rosé glitzernd, das untere lilafarbene. Ihr dreht die Gabel, die unteren zwei, rosa und rosé glitzer, und die unteren zwei, das roséfarbene und das lilafarbene. Und ihr dreht wieder. Und ihr seht, es ist Rosé-Glitzer und einfach Rosé. Und jetzt geht es mit zweimal Rosé weiter. Und so geht das jetzt die ganze Zeit durch. Rosé auf 1. Rosé auf 4. Eins und eins, vier und vier. Die unteren hebt ihr wieder drüber.
Jetzt habt ihr zweimal das Rosé farbend, das heißt, es kommt die neue Farbe ins Spiel. Wir nehmen noch einmal Rosé von 2 auf 3 auf 1 und wir nehmen die neue Farbe, ein etwas kräftigeres Rosa von 2 und 3 auf 4. Von 1 auf 1, von 4 auf 4 und drüber heben. Und ihr dreht wieder. Ihr seht jetzt hier, wie die Regentropfen entstehen und wie der Verlauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut erkennen könnt. Hier habe ich die zwei Weißen. Hier ist der nächste Regentropfen mit Weiß und Glitzer. Glitzer, Glitzer. Glitzer, Rosé. Rosé, Rosé. Und so geht das jetzt weiter. Und ihr macht das jetzt so lange, bis ihr eure Farben durch habt, bis ihr die gewünschte Länge erreicht habt. Und dann sehen wir uns oben wieder, wenn wir zum Abschluss kommen. So, wenn ihr dann fertig seid, dann sieht es so aus. Ihr seht den Verlauf, weiß, weiß, glänzen, glänzen, glänzen. Dann geht immer wieder der Tropfen so, dass einmal zwei Farben sind, dann sind wieder eine Farbe, zwei Farben und so wechselt sich das ab. Und so bekommt ihr nochmal ein anderes Armband mit einem ganz anderen Anblick, wie die Regentropfen verlaufen, zum Beispiel mit den Regenbogen oder wie ihr hier seht, mit einfarbig. Ihr habt so ja, viele Möglichkeiten, mit einem einzigen Armband verschiedene Ansichten hinzubekommen. Ja, und so ist es fertig. Jetzt habt ihr hier oben, sieht es jetzt aus, die Vorderseite der Gabel hat links und rechts je ein lilafarbenes. Und in der Mitte habt ihr die zwei, wo ihr dann aufgehört habt. Und auf der Rückseite habt ihr je eins links und rechts. Und nun nehmt ihr die äußeren je links und rechts, nehmt die von der Gabelspitze herunter und gebt sie über 2 und 3. So habt ihr auf der Vorderseite jetzt 4 Gummibänder liegen. Ihr dreht die Gabel um. Und auch hier nehmt ihr links und rechts die Gummibänder und gebt sie über 2 und 3. So, jetzt habt ihr also auf der Hinterseite und auf der Vorderseite hier die Gummibänder liegen. Jetzt nehmt ihr wieder ein lilafarbenes und spannt es von 2 und 3 der vorderen Seite zu 2 und 3 auf die hintere Seite. Und jetzt hebt ihr alle Gummibänder, die eben drauf waren, also die unteren, über das eine, was ihr eben gespannt habt. Also auf der Vorderseite wären es 4 Gummibänder und auf der Rückseite wären es 2 Gummibänder. Jetzt nehmt ihr euren Hook oder eure Häkelnadel und hebt die letzten beiden Gummibänder ab. So. Jetzt benötigt ihr euren C-Clip. Ihr zieht die beiden Bänder, die jetzt auf der Häkelnadel sind oder auf dem Hook etwas länger und hakt den C-Clip durch beide Gummibänder ein. Jetzt sucht ihr euch das andere Ende. Das ist ja die zweite Seite. So ist es von vorne. So wird es ja geschlossen. Also bringt ihr es jetzt auch so an den C-Clip an. Hier nehmt ihr dieses Runde. Könnt ihr auch mit dem Hook hineingehen und macht es euch auf den Hook drauf. Zieht auch das etwas straff und hakt den Clip ein. Kontrolliert nochmal, dass ihr auch wirklich beide Gummibänder erwischt habt, weil sich sonst das ganze Armband auflöst. So, zieht euch das noch ein bisschen straff. So sieht es jetzt aus. Und fertig ist euer Armband.
Ihr seht, mit einem Armband gibt es verschiedene Varianten, es anders zu gestalten. Hier habe ich ein Gummibisschen verwendet, was zu locker war. Also bei diesen Regentropfen wird schon empfohlen, Gummibänder zu nehmen, die ihr noch nicht vielleicht mal benutzt habt, weil ihr seht, hier ist es ein bisschen größer als wie die anderen. So sieht es aus. Das wäre die dritte Variante. Ich halte es mal näher dran, dann seht ihr den Verlauf schön. Zwei Farben. Eine Farbe. So, das war Variante 1 des Regentropfenarmbandes. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Freue mich natürlich über ein Däumchen nach oben und über Kommentare freue ich mich auch immer wieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Tschüss.